Werder Bremen präsentiert von Macau, erste Beimachung präsentiert von Frank Aussicht, der Metallverarbeiter. Werder Bremen gegen einen der großen Favoriten in diesem Turnier, den FC Bayern München. Auf geht's in die letzte Vorrundenpartie der Gruppe 1. Bremer 4:2 Sieg gegen die Mühlenkreisauswahl und dann 1:3 gegen Hertha BSC Berlin. Das heißt, mit einem Sieg wäre man sicher Tabellenzweiter. Wenn die Bremer hier keinen Kantersieg einfahren, dann sind die Münchner eigentlich schon sicher Tabellenerster. Das absolut verdient. Macht hier heute Morgen einen ganz starken Eindruck. Am gestrigen Tage. Das ist Christian Früchtel. Mit dem haben wir natürlich gestern schon ganz ausführlich gesprochen. Werden das auch heute sicherlich noch in der K.O.-Phase tun, bevor wir von Frank Evina ein Traumtor sehen. Der bullige Angreifer der Bayern. Wunderbar gemacht. Bremer im Gegenzug. Guter Abschluss, aber Früchtel ist da. Gestern überragende Paraden gezeigt. Beim 4:0 gegen Hertha und auch beim 5:1 gegen die Mühlis. Hat hier die Halle beeindruckt. Die Bayern wieder im Angriff. Knapper Abschluss hier. Früchtel mit der Fußabwehr. Oh, das wäre fast eine wunderschöne Bude gewesen. Ein Kontakt auf der Bande, ein Kontakt am Zauberfuß von Marin Pudic, aber der Ball ganz knapp am Tor vorbei. Wäre das zweite Traumtor gewesen hier der Bayern. Letzte Woche aktiv in Dettelbach beim großen Norit Cup. Da nur Platz 8. Allerdings sprachen die Verantwortlichen eigentlich von einem tollen Auftritt. Hatten in der Zwischenrunde großes Pech. Schankenverwertung hinten. Die Gegner recht effektiv. Und so kam es dann zum recht frühen Aus. Die Trainer waren deutlich zufriedener, als der Tabellenplatz dann aussagt. Nächster Abschluss hier für die Bayern aber. Bremer Keeper hält. Schiedsrichter der Partie übrigens Christoph Gerling. Vom VfL Frohtheim. Haben wir ja heute Morgen früh aufgestanden. Für das Turnier. Gut rübergespielt, aber dann verpasst. Fred Mensa Kashi. Den Ball. Ball jetzt schön abgelegt hier. Auf den Bremer Angreifer. Knapp daneben. David Philipp hier mit dem Abschluss. Spieler mit der Nummer 10 beim SV Werder. Jetzt aber. Da ist er. David Philipp. Klasse vorgelegt von Kashi. Und da muss er nicht. Schon mehr probieren. 1-1. Vierte Spielminute. Die Nummer 10 war vorbereitet. David Philipp. Bayern im direkten Gegenzug. Marcel Ziller. Knapp vorbei der Abschluss. Jetzt nochmal. Den hätte sich Timo Ahrens fast ins eigene Netz gelegt, aber alles gut gegangen. Kleine Schrecksekunde. Schön abgelegt jetzt den Ball hier. Wieder David Philipp, Torschütze von eben, aber jetzt ist Früchtel zur Stelle. Ziller. Gut reingelegt, Ziller, wunderbare Direktabnahme. Also die Bayern zaubern schon ganz früh am Morgen hier.
Freistoß hier für den SV Werder Bremen. Der Abschluss und das Tor passt verhältnismäßig und spektakulär. Treffer von Marcel Ziller. Beide Teams wechseln die Spieler. Zwei neue Blöcke auf der Platte. Der Ball auf die Wiener. Gut rüber gespielt. Bogan Maluku, aber jetzt die Bremer im Angriff. Martin Hillor, gut rüber gespielt. Auf den Kapitän Julian Ricaroa. Timo Ahrens am Ball. Jetzt Bewegung der Bremer vorne. Eigentlich konsequent durchgelaufen. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Guter Ball rübergespielt. Jetzt der Abschluss. Muss der Eckball geben. Martin Hillor. Dann gibt Abschluss. Hat er anders gesehen. Ah, der Ball muss aus der Hand. Gespielt werden. Der langer Ball von Früchtl auf für Wiener. Das ist nochmal ab. Bremer etwas ersatzgeschwächt. Die Jungs aus dem Internat wohl von einem Magen-Darm-Virus befallen. Trotzdem schlagen sich die Bremer hier richtig gut in diesem Spiel. Oh, das war gefährlich. Gefährliches Spiel hier. Von Toni Trogancic. Den haben hier einige ganz, ganz stark gesehen. Und nicht nur ganz, ganz stark, sondern vielleicht sogar mit am stärksten hier im Turnier. Viel Lauf gestern. Tolle Ballführung. Tennis sehr stark. Guter Pressball jetzt hier. Der Ball abgefangen jetzt von Martin Hillor. Bayern schaltet aber gut um. Ja, Aktion am Boden. Auch das ist anhand der neuen Regeln nicht erlaubt. Wir haben gestern schon darüber berichtet, für alle, die jetzt neu dabei sind. Also es gibt veränderte Regeln hier beim Freeway Cup. Es war ein Kompromiss von allen Beteiligten. Kein Futsal, dafür aber das Einkicken, kein Einrollen mehr. So wie eine 4-Sekunden-Regel bei Freistößen, sobald der Ball im Aus war. Und wenn der Keeper den Ball hat, darf dieser den Ball nur noch 4 Sekunden am Fuß halten. Der Keeper dafür darf überall hin, auch in die gegnerische Hälfte. Und darf auch jederzeit über die Mittellinie werfen bzw. schießen. Das so die grundlegendsten Regelveränderungen. Die Siegerlinie noch etwas ungewohnt.
für einige Spieler ist. Dennoch hat das gestern vernünftig geklappt. Und es gibt ja hier diese Vorrunden-Vorlaufzeit, bis es dann in der K.O.-Runde von allen Spielern auch wirklich verinnerlicht wurde. Ich sage, ob der Bayern gut abgefangen jetzt. Henry Rohrig da, Nummer 3, der Bremer. Aber David Philipp scheitert mit seinem Abschluss. Wie spielt jetzt? Das ist Philipp. Schon ein Tor erzielt hier gegen die Bayern. Scheitert jetzt an Früchtl. Hatte Marcel Ziller gern Freistoß gehabt. Christoph Gerling war der anderer Meinung. Ich denke, vertretbar. Tja, für die Schiedsrichter hier was ganz Besonderes, vor so einer Kulisse die Spiele zu bestreiten. Oh, das war ein Fehlpass von Früchtl. Und dann gibt es 9 Meter für die Bremer. Und 2 Minuten. Er hat die klare Torschance vereitelt. Nico Fink verursacht diesen Strafstoß. Es gibt Freistoß. Aber noch vor der 16er Linie. Dann die 2 Minuten natürlich umso mehr berechtigt. Auch ein Pink schon clever gemacht eigentlich. Ein Tor wäre es eh geworden. Jetzt hat man immer noch die Chance in Unterzahl den Spielstand hier zu halten. Und fällt das 2-2, kann man wieder auffüllen. Dann sind wir in der gleichen Situation. Als zurückgelegt und dann geklärt vom FC Bayern. Als zurückgelegt, Rohrig ist das. Jetzt der Schussversuch und der Ball geht über das Tor. David Philipp. Er hat schon 5 Tore erzielt in der Regionalliga, wo die Bremer auf Platz 5 stehen. Macht hier auf jeden Fall einen starken Eindruck. Freistoß für die Bayern und natürlich Zeit in Sachen Unterzahl. Der Abschlussversuch. Der Bayern. So, jetzt müssen sie Bremer ausspielen. 4-3 Überzahl. Wir müssen den Ball vernünftig laufen lassen.
Freistoß für Werder Bremen. Jetzt bricht gleich die letzte Spielminute an, Leute. Eine Minute vor Ende, 40 Sekunden noch Überzahl. Und ich bin mir sicher, wir haben beide Fenster. Richtig aus. Ball zurückgelegt, Rorik wieder abgefälscht gegen die Bande. Die Bremer bleiben im Ballbesitz. Jetzt Philipp. Ah, nicht platziert genug. Philipp zu einer Aktion und dann ist Christian Früchtl da. Bringt die Pranken da an den Ball. Ball zurückgelegt. Letzte Chance für die Bayern. Wenn's am Ball. Zeit angehalten, 40 Sekunden vor Ende. Freistoß für den SV Werder Bremen. Rorik auf Tolga Kutsu. Ja, die müssen spielen jetzt. Da ist David Philipp. Spielen, jawohl. Rorik, ab zum Versuch, Abpraller. Aber da kommt Kutsu nicht mehr an. 27 Sekunden auf der Uhr in 5 Sekunden. Dürfen die Bayern wieder auffüllen. Das ist jetzt der Fall. Und damit Nico Fink alles richtig gemacht mit seiner Aktion. Sicheres Tor verhindert. Und so den Bayern vielleicht den Sieg hier gesichert. Den 9-Punkte-Durchmarsch in der Vorrundengruppe 1. Langer Ball nochmal. Freistoß. Zeit müsste angehalten werden. Und Alexander Nitzel. Acht Sekunden vor dem Ende. Timo Ahrens jetzt, der Keeper, der Bremer. Mit dem Schussversuch über das Tor. Schuss, der FC Bayern München gewinnt mit 2:1 sein letztes Spiel. 9 Punkte.